Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Fino, ein Beagle-Mischling, befindet sich nun schon zum zweiten Mal im Tierheim. Er wurde 2012 als Welpe von der Arche Noah an die bisherige Besitzerin abgegeben. Fino ist jetzt 7 Jahre alt und ein liebenswerter, aber eher unsicherer Hund. Durch eine längere Erkrankung seines Frauchens hat Fino mehrere Defizite. Fino ist unsicher im Verhalten mit Artgenossen und hektischem Geschehen auf der Straße. Er möchte Fahrräder verfolgen, greift sie aber nicht an. Wahrscheinlich könnte sein Frauchen mit ihm nicht mehr viel nach draußen gehen und das Leben in Stadt und Flur wurde Fino fremd. Fino ist stubenrein und lebte als reiner Wohnungshund. Mit Vögeln, die ebenfalls zum Haushalt gehören, hatte er keine Probleme. Auch zu Kindern hatte Fino regelmäßig und gern Kontakt. Er ist eine richtige Schmusebacke und liebt es, mit auf dem Sofa zu liegen, berichtet seine ehemalige Besitzerin. Für Fino wird vorzugsweise eine Familie gesucht, in der er ein richtiges Familienmitglied sein darf. Seine neuen Menschen sollen ihm die Sicherheit geben können, die ein Hund in seinem Rudel spürt. Souveräne Führung und liebevolle Konsequenz bei der Kommunikation sind dabei für ihn sehr wichtig. Wenn man Fino beim Spielen mit Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleinhammer erlebt, erkennt man seine Bereitschaft, alles zu lernen, was für ihn wichtig ist. Er will seinen Menschen gefallen und freut sich über Lob und Streicheleinheiten. Fino wird sicher ein ganz toller Familienhund und hat dafür genau die richtige Größe. Größere Kinder könnten nach der Eingewöhnungszeit gut mit ihm Gassi gehen. Fino ist noch jung genug, um in einem neuen Menschenrudel ganz neu anzufangen. Es wäre ganz toll für ihn, wenn ihm eine Familie diese Chance gibt. Er käme aber auch gut mit einem Ehepaar oder einer Einzelperson zurecht, die sich in ihn verlieben.